Martina Voss, Sie sind zurück an Duisburg. Wie geht das mit Sie? Ja, ich bin heute zurückgekommen, um Duisburg-Wolfsburg zu schauen. Noel Maritz spielt ja in der Schweizer Nationalmannschaft und sind ja jetzt 8 Schweizerinnen in der Bundesliga, sodass es für mich schön und einfach ist, dann auf Frauen-Bundesliga zu schauen, um meine Spielerin zu sehen. Ja, Sie haben einen guten Start gemacht mit Schweiz, 9:0 gegen Serbien. Sie haben gewonnen in Island, eine Überraschung für viele. Ja, für viele ja, für mich nicht. Wir sind im Moment wirklich gut drauf. Wir haben viele Spielerinnen, die im guten Leistungsniveau spielen. Jetzt spielen wir in 3 Wochen in Dänemark. Und wenn wir keine Verletzten haben und wenn wir die Leistung abrufen können, dann ist es schwer, die Schweiz zu schlagen. Und wir wollen nach Kanada, wir wollen alles probieren. Und ich denke, mit Dänemark und Island wird es spannend, wer dann am Ende es schaffen wird. Ist das einfacher dann in die letzte Gruppe vor die EM, wenn Sie gegen Deutschland spielten? Ja, das ist natürlich so. Ne? Wenn du keinen von den Top 5 hast und wo du dann weißt, gegen Deutschland oder gegen Schweden oder Frankreich, da holst du in der Regel keine Punkte, ist jetzt die Gruppe sehr offen. Und wir haben jetzt auch das Potenzial, Island und Dänemark zu schlagen. Und das ist jetzt erstmalig so, dass man sagen kann, wir spielen um den ersten Tabellenplatz. Ob das dann am Ende so sein wird, wird sich zeigen. Aber es ist vom Kopf her auch wichtig gewesen, dass man nicht von vornherein weiß, oh, wir spielen nur auf den zweiten Platz, dann wird es noch schwer. Ja, und das hat die Mannschaft jetzt auch gut gezeigt. Okay. Und wie sehen Sie da das Spiel in Dänemark in 2 Wochen? Ja, ich denke, es ist ein ganz offenes Spiel. Dänemark ist natürlich der Gruppenfavorit. Aber wenn wir die Leistung bringen können, die wir jetzt in Island gezeigt haben, sehr gut gegen den Ball gespielt, defensiv super, wir haben nichts zugelassen, dann können wir auch in Dänemark was holen. Wenn es 1 Punkt ist, ist gut. Wenn es 3 werden, ist noch besser. Aber Dänemark werden wir nicht unterschätzen. Sie haben jetzt einen neuen Trainer. Wir haben 4 Spielerinnen, die aufgehört haben, aber sie haben gute Nachwuchstalente. Mal sehen. Okay, viel Spaß und viel Glück. Dankeschön, das lebt, danke.